Wir gelangen nun zum achten Punkt der Tagesordnung. Weiter geht es mit einem Bericht des Gesundheitsausschusses über Änderungen des Tuberkulosegesetzes und des Epidemiegesetzes. Unter anderem werden das Denguefieber sowie Zika-Virus und Hantavirus-Infektionen der Meldepflicht unterworfen. Vorgesehen ist nun auch eine explizite Meldepflicht der Labors an die jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden, falls ein Erreger nachgewiesen wird. Im Sinne der Prävention sind Leiter von Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Minderjährige verpflichtet, bei Verdacht auf Vorliegen einer Tuberkuloseerkrankung einen Test durch einen Lungenfacharzt einzufordern.